Freiheit von Anhaftung. Menschen, denen es hervorragend gelingt, ihre Ideen und Vorstellungen in der physischen Welt zu manifestieren, haben gelernt, sich realistische Ziele zu setzen und sie auf flexible Art und Weise anzusteuern, indem sie auf die jeweils gegebenen Umstände reagieren. Wenn du verstehen willst, was Flexibilität ist, solltest du einen jungen Baum im Wind beobachten. Sein Stamm ist noch dünn und zerbrechlich und doch verfügt er über große Kraft und Ausdauer. Das ist so, weil er sich mit dem Wind und nicht gegen ihn bewegt. Wenn die richtigen Bedingungen für ein bestimmtes Ereignis gegeben sind, wird es sich ohne Mühe manifestieren. Wenn die Voraussetzungen jedoch nicht stimmen, gelangt man selbst mit großer Anstrengung nicht zum Ziel. Um sich mit dem Wind bewegen zu können, muss man ein Gefühl für die vorherrschenden Bedingungen entwickeln. Zu manchen Zeiten ist Ruhe und Rückzug angesagt. Zu anderen Zeiten muss man sich energisch vorwärts bewegen. Mit abstraktem Denken allein kannst du die Dinge nie im Ganzen erfassen. Es muss mit emotionaler Sensibilität verbunden sein. Um ein Ereignis oder eine Situation richtig einschätzen zu können, musst du dir nicht nur darüber im Klaren sein, dass du emotional daran beteiligt bist, du musst auch den äußeren Anschein und den Verlauf des Ereignisses verstehen. Du musst also sowohl im Inneren als auch die äußeren Realitäten in Betracht ziehen. Manche sagen, die innere Realität bestimme die äußere. Andere wiederum behaupten, die äußere Realität bestimme die innere. Beides ist wahr. Das Huhn würde ohne das Ei nicht existieren, aber das Ei auch nicht ohne das Huhn. Ursache und Wirkung folgen nicht linear aufeinander. Sie manifestieren sich gleichzeitig. Sie sind zirkulär. Nicht nur bestimmt die Ursache die Wirkung, sondern die Wirkung bestimmt auch die Ursache. Die Antwort auf die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, kann nur lauten, keines von beiden oder beide. Das Huhn und das Ei sind simultane Schöpfungen. Alle Entweder-Oder-Fragen müssen auf diese Weise beantwortet werden, sonst ist die Antwort falsch. Man kann die höchste Wirklichkeit nicht mit einem dualistischen Bezugsrahmen erfassen, denn sie umfasst die innere, subjektive Realität und die äußere, objektive Realität sowie das Wechselspiel zwischen beiden. Sie schließt alle Gegensätze ein. Die höchste Wirklichkeit ist eine Schöpfung, die absolute Akzeptanz, absolute Hingabe, absoluter alles umfassender Liebe entspringt. Nichts ist von ihr getrennt. Selbst wenn der Baum entwurzelt und mit den Wassermassen stromabwärts getrieben wird, ist das keine Tragödie, denn es gibt keine Trennung zwischen dem Baum und dem Strom. Im Gegensatz zum Fluss der höchsten Realität steht der Widerstand, der verschiedenste Umstände hervorruft. Unterscheidungen, Vergleiche und Wertungen kommen ins Spiel und der natürliche Fluss wird unterbrochen. Die höhere Realität sagt stets ja. Das ist ihre Natur. Sie steht mit einem natürlichen Überschwang, einer natürlichen Begeisterung in Verbindung. Sie akzeptiert alles, schließt alles ein. Sie ist das Glück an sich, weil sie in allem und jedem sich selbst erkennt. Der Widerstand sagt immer Nein. Seine Natur ist Kampf und Konflikt. Da er sich gegen alles und jedes stellt, ist er das Unglück an sich. Wo es keinen Widerstand gibt, gibt es kein Unglücklichsein. Unglücklichsein ist immer gleichbedeutend mit dem Widerstand gegen bestimmte Umstände und Bedingungen. Seine Basis ist die Interpretation für oder gegen etwas. Die Wurzel des Unglücks ist Anhaftung. Ich fordere dich nun nicht auf, alles aufzugeben, woran du hängst. Das ist kein realistisches Ziel. Ich bitte dich einfach nur,
dir deiner Anhaftung, deiner Sichtweise, deiner Interpretationen bewusst zu werden. Ich bitte dich einfach zu erkennen, wie du dein Glück an Bedingungen geknüpft hast. Wenn du verstehen willst, was Bedingungslosigkeit ist, schau dir den im Wind tanzenden Baum an. Er ist das beste Beispiel, das du finden kannst. Der Baum hat tiefreichende Wurzeln und ausladende Äste. Er ist unten fest verwurzelt und oben ganz beweglich. Er ist ein Symbol für Kraft und Hingabe. Du kannst die gleiche Charakterstärke entwickeln, indem du auf alle Situationen in deinem Leben flexibel reagierst. Steh auf und sei im gegenwärtigen Moment verwurzelt. Wisse um deine Bedürfnisse, aber lass zu, dass das Leben sie auf seine Weise erfüllt. Bestehe nicht darauf, dass deine Bedürfnisse auf eine bestimmte Weise erfüllt werden. Wenn du das tust, bietest du unnötigen Widerstand. Der Stamm des Baumes zerbricht, wenn er versucht, sich dem Wind entgegenzustellen. Bewege dich mit dem Wind. Dein Leben ist ein Tanz. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist eine Bewegung, ein Kontinuum. Du hast eine einfache Wahl zu treffen. Du kannst tanzen oder nicht. Deine Entscheidung, nicht zu tanzen, bedeutet nicht, dass du dich nicht mehr auf der Tanzfläche befindest. Der Tanz wird um dich herum fortgesetzt. Der Tanz wird weitergehen und du bist Teil davon. Darin liegt eine natürliche Würde. Ich sage dir, freu dich einfach über die Gnade, am Leben zu sein. Wenn du nach einem höheren Sinn des Lebens suchst, wirst du enttäuscht werden. Über den Tanz hinaus gibt es keinen Sinn. Alle Bedingungen öffnen sich von selbst für das Bedingungslose. Sei offen und präsent, und du wirst in Gottes Arme fallen. Leiste aber nur einen Augenblick Widerstand, und du wirst dich in einem unnötigen Durcheinander verstricken, das du selbst geschaffen hast. Die Menschen können nicht frei von der konditionierten Realität sein, weil die konditionierte Realität eine Schöpfung des menschlichen Bewusstseins ist. Gib den Versuch auf, vor euren eigenen Schöpfungen zu fliehen. Akzeptiert sie einfach, wie der Baum den Wind akzeptiert. Eure Würde liegt darin, ganz menschlich zu werden, ganz empfänglich für eure eigenen Bedürfnisse und die anderer. Mitgefühl entsteht nicht dadurch, dass ihr euch vom Spektrum der emotionalen Erfahrung abschneidet, sondern dadurch, dass ihr voll und ganz daran teilhabt. Manche bezeichnen diese Welt als Jammertal, als einen Ort des Leidens. Das ist absurd. Diese Welt ist weder ein Ort der Freude noch ein Ort des Leidens. Man kann jedoch sagen, dass sie beides gleichzeitig ist. Diese Welt ist der Geburtsort des emotionalen und des mentalen Körpers. Die physische Geburt und der physische Tod erleichtern die Entwicklung eines denkenden und fühlenden Bewusstseins, das für seine eigenen Schöpfung verantwortlich ist. Es wäre absurd, die Bedeutung dieses Geburtsprozesses zu leugnen, aber es ist ebenso absurd, ihn zu glorifizieren. Es befindet sich kein menschliches Wesen auf dieser Reise durch die physische Existenz, das nicht sowohl Freude als auch Schmerz erfährt. Sind beide notwendig? Absolut. Ohne Schmerz würde die Mutter das Kind nicht aus dem Geburtskanal hinaustreiben, und ohne die Freude über das neugeborene Leben hätte der Schmerz keinen Sinn. Aber sage nicht, dies ist ein Ort des Schmerzes oder dies ist ein Ort der Freude. Versuche nicht, deine Erfahrung zu etwas zu machen, was sie nicht ist. Verzichte auf Interpretationen, die dich nur ein Ende des Spektrums gutheißen lassen. Meine Erfahrung auf dieser Erde war keineswegs anders als deine. Ich habe den Schmerz nicht besiegt. Ich habe mich ihm ergeben. Ich habe den Tod nicht überwunden. Ich bin bereitwillig hindurchgegangen. Ich habe den Körper weder verherrlicht noch verdammt.
Ich habe diese Welt weder Himmel noch Hölle genannt, sondern gelehrt, dass ihr beides selbst erschafft. Ich begann wie ihr, am Tanz des Lebens teilzunehmen, um zu wachsen und zu lernen, um von der mit Bedingungen verknüpften Liebe zur Erfahrung bedingungsloser Liebe zu gelangen. Es gibt nichts, das du, lieber Bruder, liebe Schwester, gefühlt oder erfahren hast, was ich nicht auch gekostet habe. Ich kenne jedes Verlangen und jede Angst, denn ich habe sie alle durchlebt. Und ich wurde nicht durch höhere Fügung davon erlöst. Wie du siehst, bin ich kein besserer Tänzer als du. Ich habe einfach nur meine Bereitschaft gezeigt, teilzunehmen und zu lernen. Nicht mehr und nicht weniger verlange ich auch von dir. Sei bereit. Nimm teil. Berühre und lass dich berühren. Öffne deine Arme für das Leben und lass zu, dass es dein Herz berührt. Deshalb bist du hier. Wenn sich das Herz öffnet, ist es von Liebe erfüllt. Und seine Fähigkeit zu geben und zu empfangen ist nicht länger von äußeren Umständen abhängig. Es gibt, ohne daran zu denken, etwas zurückzubekommen, weil Geben das größte Geschenk ist. Und es empfängt, nicht allein für sich selbst, sondern damit auch andere an diesem Geschenk teilhaben können. Die Gesetze dieser Welt gelten nicht mehr für den Mann oder die Frau, deren Herz offen ist. Und so geschehen Wunder. Nicht aufgrund irgendwelcher besonderer Aktivitäten, sondern einfach, weil die Liebesschwingung sich ausdehnt. Wunder entspringen nicht dem linearen, folgerichtigen Denken. Man kann sie nicht planen. Man kann nicht lernen, sie zu produzieren oder zu empfangen. Wunder zeigen sich spontan dem Herzen, das sich geöffnet, und dem Geist, der seine Bedürfnisse nach Kontrolle oder Wissen aufgegeben hat. Denn der Geist Gottes ist unschuldig und bedingungslos gebend. Er kann dir seine Gaben nicht vorenthalten, weil du ein Teil von ihm bist. Er kennt dich nicht als getrenntes Wesen. Er betrachtet dich mit beständiger Liebe und Zuneigung, so wie Eltern ihr einziges Kind betrachten. Streck deine Hand aus und nimm diese Geschenke entgegen, ruft er dir zu. Aber du achtest nicht auf seinen Ruf. In deiner Frustration hörst du die göttliche Stimme nicht, die dich immerfort ruft, während du mit kritischem Blick deine Lebensumstände betrachtest und etwas an ihnen auszusetzen findest, bist du dir nicht bewusst, dass du von der bedingungslosen Liebe Gottes umgeben bist. Doch wie weit entfernt von Gott du dich auch fühlen magst, du bist nie weiter als einen Gedanken von ihm entfernt. Und der Augenblick deiner Erlösung ist dieser Augenblick. Erinnere dich daran. Jetzt, in diesem Augenblick, hörst du entweder auf die Stimme Gottes oder du bist unnötigerweise in dein eigenes Psychodrama verstrickt. Du bist jetzt, in diesem Moment, entweder glücklich oder du hast an deinen Lebensumständen etwas auszusetzen. Lass deine Gedanken in dein Bewusstsein dringen und frage dich, bin ich mir jetzt in diesem Augenblick der bedingungslosen Liebe Gottes bewusst? Lautet die Antwort ja, wirst du die Wärme der göttlichen Gegenwart in deinem Herzen spüren. Und wenn sie nein lautet, wird dich dieser bewusste Gedanke an die Gegenwart Gottes erinnern und sie dir näher bringen. Diese einfache Übung funktioniert immer. Versuche es und sieh selbst. Indem du lernst, offen für den gegenwärtigen Augenblick zu sein, wirst du dir der Gegenwart Gottes in deinem Inneren und in deiner Erfahrungswelt zunehmend bewusst. Deine persönliche Bestimmung wird sich in diesem erweiterten Bewusstsein entfalten, sodass du mehr und mehr erkennst, wie du das Beste für dich und andere tun kannst.
Vor deinen Augen werden Dinge in Erscheinung treten und ihr Erscheinen wird dich oft verblüffen, aber du wirst nicht werden. Du wirst weder an dir noch an anderen etwas auszusetzen haben. Du wirst lernen, dich der jeweiligen Situation hinzugeben, dein Bestes zu tun und in der Kraft deiner eigenen Hingabe zu ruhen. Du wirst das Ergebnis zunehmend Gott überlassen und wissen, dass dein Geschenk stets akzeptabel ist, so wie es ist. Es ist immer genug. Damit wird die Zeit der Selbstkreuzigung ein Ende haben und in deinem Geist wird wieder Frieden einkehren. Dann wirst du mich sehen, wie ich wirklich bin. Denn dann hast du den Christus in deinem eigenen Inneren geboren. Ich erwarte diesen Moment mit großer Freude und Gewissheit, denn es ist der Augenblick der Wahrheit. Das ist das Ende jeglicher Trennung. Das Ende aller Leiden.